Kennst du das Phänomen? Überall zugange zu sein, sich für dies und jenes zu interessieren, möglichst weit weg von einem selbst, von dir selber, von der Unmittelbarkeit da, wo wir leben. Also zum Beispiel in dem Ort hier, wo ich jetzt gerade lebe, also in der Umgebung, in der Nachbarschaft mit den Menschen, die wir so kennen, die eigentlich wirklich sehr nah bei uns sind. Und dann sind wir oft nicht bei denen oder in dem Ort, wo wir sind, sondern wir sind überall. Wir reisen, wir interessieren uns für alle möglichen Dinge, die weiter weg sind, die von uns weg sind. Und es ist natürlich wichtig, von der Welt Kenntnis zu nehmen und immer wieder in der Welt zu sein und sich für die Welt zu interessieren. Aber was auffällt ist, dass wir in der Unmittelbarkeit, in der wir eigentlich leben, also das, was uns wirklich umgibt, ganz gegenständlich und ganz persönlich gar nicht zugange sind, sondern überall verstreut sind. Da gibt es einen Kurs, dort ist an einem Ort weiter oder ein paar Kilometer weiter. Der Arbeitsplatz ist oft weit entfernt und wir müssen einige Anfahrt in Kauf nehmen, um zur Arbeit gelangen zu können. Das heißt, wir sind überall. Und das kostet natürlich Energie und Kraft, aber das ist jetzt nicht der Gegenstand dieser Erörterung, sondern es ist ein interessantes Phänomen, das mir immer wieder auffällt. Es sind Menschen, die haben einen zweiten Wohnsitz auf Mallorca oder einen dritten Wohnsitz. Oder sie sind in der Dependance, selbst in London oder in Paris, aber nicht da oder weniger da, wo sie eigentlich sind. Das heißt, sie haben da auch eine Wohnung und sie leben da auch und sie haben da auch Kontakte, aber die Kontakte sind möglicherweise nicht so, wie wenn sie wirklich da leben würden, wo sie leben. Das heißt, ich stelle hier diese Frage, gibt es so eine Tendenz, überall in der Welt verstreut zu sein, an jenem Ort, an diesem Ort, dann natürlich auch in der Virtualität, aber im Zweifelsfall zu wenig da, wo wir eigentlich sind, wo eigentlich unsere unmittelbare Umgebung ist und damit unsere Wurzeln sind ja auch Wurzeln. Das mag jetzt ein bisschen übertrieben klingen, aber in diese Richtung geht es ja. Das heißt, die persönlichen Kontakte zu den Menschen, mit denen wir eigentlich sind, die unmittelbare Nachbarn sind, die 10 Meter von uns entfernt in einem Bett liegen und schlafen und arbeiten, in ihrer Küche sind, oder von mir aus 50 Meter oder 100 Meter, nicht? Die kennen wir vielleicht wenig und von denen nehmen wir kaum Notizen. Das ist ja nicht nur in Hochhäusern so, wo eine Anonymität in einer solchen Wohnkultur herrscht, sondern das ist auch in Bereichen, wo es eigentlich das Phänomen gar nicht hat, der Anonymität, und wo wir vielleicht selber zu sehr selbst Anonymität dadurch schaffen, dass wir nicht in der Unmittelbarkeit sind, nicht in der Umgebung, nicht in dem eigentlichen Umfeld, in dem wir ja wirklich sind mit anderem und anderen, sondern irgendwo in der Welt, weiter oder näher, aber im Zweifelsfall nie da, wo wir eigentlich sind. Das könnte sein, dass das ein Phänomen der modernen Zeit ist, es immer stärker zunimmt. Also da und dort und so gut wie nirgends. Nicht? Ist einfach ein Phänomen. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen und sagen, ob das schlecht ist oder ob es gut ist. Es ist ein Phänomen, mit dem wir uns auch auseinandersetzen können. Und das einfach eine Tatsache in unserer Realität ist. Und die Fragen daraus entstehen, was wird daraus oder wie entwickelt sich das? Geht das noch weiter in die Richtung oder findet es vielleicht wieder zurück in das Unmittelbare, in die eigentliche Umgebung, in den persönlichen und persönlichsten Bezug, den wir brauchen und in die Landschaft oder in die Gärten der Unmittelbarkeit und nicht die Nahrung, die Bionahrung, die meinetwegen von Kanarischen Inseln kommt. Nicht mehr erleben das ja in der Wirtschaft sehr stark. Nicht? Wir sind starken Wirtschaft, die global verflochten ist und wo wir Produkte beziehen aus ganz, ganz fernen Ländern, nicht aus der Unmittelbarkeit. Und das hat natürlich dann eben auch Konsequenzen oder Folgen oder Schwierigkeiten, die es mit sich bringt. Das ist ein interessantes Phänomen.